Hallo und willkommen zurück bei Mad Max. So Leute, ich wollte jetzt zu Griffa fahren und dann quasi den Part beginnen, wenn wir bei Griffa sind. Aber irgendwie sind mir da zwei Kollegen da ne? zuvorkommen. Und der eine, der fährt jetzt schon die ganze Zeit so richtig bescheuert da rum. Er erreicht nichts, er steigt nicht aus, er macht irgendwie gar nichts. Ne, das ist zu weit. Ja, gut, ich kann es noch abbrechen. By the way, habe ich keine Muni. So, jetzt rammt er uns wieder. Das war eh klar. So Junge, jetzt reicht's mal mit dir. Jetzt ist Ende Gelände. Krieg ich Damage oder kriegt er Damage? So. Aus die Maus. Scheiße, ich häng. Weil die mindestens 5 Sekunden lang schleifen den Kontakt. So. Oh, 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 Scharfschütze. Ist egal, den machen wir fertig jetzt. Moment, Digga. Wir fahren zu Griffa jetzt. Ich wollte hier eigentlich gar keinen Beef beginnen. Boah, in der Luft. Nee, Moment. So nicht, meine Freunde. Wie viele Sniper-Gewehrkugeln habe ich? 2. Scheiße. I remember those colors. Die hinten ist jetzt schon gut gedamaged, da. Muss man schon sagen. Scheint eine große Base zu sein. Servus Griffa, alter Hund. Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing. Because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. Hm. 16 Punkte, Leute. Und jetzt das Spiel nehme ich Vollbild. Was ist das? So, neuer legendärer Rand. Rang, Sandkönig. Das Spiel ist jetzt nämlich Vollbild bei mir. Was soll denn der Kack? Pause, Einstellungen. Spiel. Grafik. Vollbild war aber auch. Moment, ich muss mal kurz raustappen hier. Dann wieder geht. Jo, jetzt geht's wieder. Warte mal, was da los war jetzt. Was er da hatte. Komm, Dude. Steh auf, alles gut. Wir haben's im Griff. Hoppla, falscher Weg. Entschuldigung. Ja, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir fahren zu Pink Eye oder wie die heißt. Wolltest du da unten, glaube ich, ganz schön was zu tun gibt hier da. Boah, Schwierigkeitsstufe 5. Spekro-Teile. Warum Spekro, Mann? Die sollen jetzt mal Munitionsteile, will ich jetzt. Da gibt es gar kein Teil.
Auch wieder Speckrouteil. Guckt mal, Leute, das Gebiet hier haben wir noch gar nicht abgecheckt. Müssen wir da vielleicht mal. Sollte man da vielleicht mal noch gehen? Eiserner Glaube, der hat auch noch eine Missi für uns, gell? Der Gadgesh. Dann machen wir jetzt Schnellreise zu Gadgesh. Warum geht's nicht? Ganz. Jetzt. Dann gehen wir zu Gadgesh und machen da noch die Missis. Vielleicht kriegen wir dann da die Teile, weil das ist echt seltsam. Der in dem Stream, der hat 3 Stunden zockt, ey, und der hatte schon voll viele Dinger. So, wie komme ich nochmal hoch zu dem? War doch irgendwo der Eingang da? Ach, hier war doch auch die Tussi. Oh, ist weg. Der ist immer noch am Abkratzen. Der hält sich lang. All around us, the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe that this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together. Make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Now, personally, I see an acute necessity to armor this wreck up. Prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. The war boy army. Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Now, not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. Eiserner Glaube. Gadgesh benötigt erstklassigen Stahl, um seine Festung zu reparieren. Er glaubt, dass dieser Stahl sich in den Tunneln im Osten befindet. Schaltet die Panzerung, Verbesserung, Randalrahmen frei. Problem ist immer bei der Panzerung, dass hier... Problem ist, dass die Scheiße immer saggisch wär. Der Bugelige weiß vielleicht mehr. So, was kaufen wir denn noch? Bei Max haben wir auch neue Sachen frei. Oh, da haben wir einiges. Das ist schon mal sehr schön da, ne? Fäuste fügen Feinden 40% zusätzlichen Schaden zu. Na, das ist sehr günstig immer hier, das Zeug. Der lässt sich sehr günstig einkaufen. What the fuck? So, neue Jagge. Ja, bitte. Klar. Die bringen uns 30% weniger Schaden durch Faust- und Waffenangriffe. Schlitzerlederjacke. So, neue Armbandage. Oh, dann haben wir schon kein Geld mehr. Was wäre denn noch das andere? Neues Aussehen und neue Fähigkeiten. Ach, Aussehen brauchen wir nicht. Wir brauchen eine neue Armbandage. Hier. Verringert den Schaden bei fehlgeschlagener Parade um 40%. Erhöht den Schaden von Kontern und Entwaffnungen um 40%. Jawohl. Oh. Jetzt ist aber was los hier. Bei Max. So, dann fahren wir mal. Wo will der denn uns jetzt noch haben? Wo war denn? So, jetzt geradeaus. Müsste hier in dem oberen Teil irgendwo sein. What the fuck? Will der uns jetzt komplett nach Gestown schicken? Ich will doch jetzt. Ich gehe jetzt nicht nach Gestown. Ich gehe jetzt da nur. Wir machen jetzt den Ballon. Weil wir sind irgendwie ein bisschen behind so. Mit Equipment und Fahrzeug. Gibt so viel zu machen, die ganze Dinger
Haben wir da noch die ganze Türme? Schreibt mal in die Kommis, ob man die im Video machen soll oder ob ich da mal selber offscreen die ganze Vogelscheuche, die es hier nun gibt, abreißen soll. Und schaut mal hier die ganzen Dinger, das ist alles, das sind alles Plätze, die wir nicht gemacht haben. Und gucken doch mal, da gibt es nämlich auch Schrottgrutteile. Wasserspeicherteile. Das ist alles das, was uns fehlt. Mit dir los, da einer, der ganze Leute. Warte mal, da machen wir gleich das Leckerle da. Da donnern wir mal gleich mal nach. Wow, das ist ein Container. Oh, she's ailing. I'll cure her. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich die kleinen Dinger da leu machen soll oder ob ich die mit immer Video machen soll. Weil gerade Munitionsdings, das ist jedes Mal, wenn wir Base fahren, immer wieder volle Munition. Und das macht halt wahnsinnig viel aus. Ja, wir fahren zu dem Ballon und dann werden wir das Gebiet quasi freilegen, weil da gibt es bestimmt auch einiges zu tun. Ich glaube, das Spiel geht schon lang, wenn man es einigermaßen richtig spielt. Wie sieht es denn aus da? Bin ich jetzt auf der falschen Seite, oder? Geil, da fahren wir drum rum. Wenn noch ein Geländewagen. Das? Servus. Oh, der Monster Leg hatte ich gerade. Really? Wahnsinn, macht er da so lange rum und braucht nur einen Schlag? Kann ich nur ein Messer mitnehmen? Nee. Dann können wir ruhig mal eins benutzen. Gott, eins von zwei. Historisches Relikt. Ah, da liegt's. Oh, und Munition. Ach, die Dinger, die lassen wir hier. Das ist eh so unnötiges Zeug da. Was geht hier ab? Party oder was? Habe ich jetzt das Fass nicht drauf, oder was? Really?
Sack. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war, dass du mir immer erforscht. Den holen wir uns. Zack. Motherfucker. Aber ich schäg nicht aus. Den 10 Schrott, was da wieder liegen. Machen wir uns lieber den Balonski. Die Wut zur Hölle ist hier ein Sniper. Also, tut mir leid, aber ich sehe den nicht. Da oben steht er dann nicht. Ich muss den so runterholen, ich habe keine Dings. Okay, also zu dem kommt man nicht hoch. Oder? Nein. Das heißt, ich muss mit der Harpune runterholen. Ich glaube, kein Sniper-Muni mehr. Sauber abgestellt. Hat der Sniper bis dahin hergeschleudert. War nicht schlecht. Haben wir eh nichts, also schade. Wenn es nicht abbreche. Hat sich gelohnt jetzt. Die Speise. Kann ich schon immer mit, ihr wisst Bescheid. Beim Ballon kann immer wieder sein, dass der Tank leer ist. Zugbereich 100%. Ja, wow. Weil wieder wahnsinnig viel Stuff am Start. Dann checken wir gleich mal ab da, ob wir das Ding tanken müssen. Nein. Der Ballon müssen wir tanken. So, dann schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Convoy, up ahead. Was leerer Tank? Will ich mich trollen? Ist das jetzt euer Scheiß Ernst, dass ich jetzt wieder runter muss? Really? Ja, was kann ich dafür, wenn in dem kann ich schon nicht mehr drin ist? Und jetzt ist... keiner mehr da. Und das Auto habe ich wieder so toll nachgeparkt, dass ich den Kanister hinten jetzt nicht runternehmen kann.
Ich hoffe, in dem kann ich schon dahin ist mehr drin. Hört sich ziemlich leer aus, das Ding. War hier vielleicht nicht nochmal irgendwo und kann ich schon da ohne drin? Ich sag nichts. Jetzt guck ich mal. Kann sein, dass ich vielleicht meinen noch schütten muss, weil ich ja der erste jetzt quasi schon verbraten habe. Ja, das war ja gar nichts. Das reicht wieder nicht. Da war ja im anderen noch mehr drin. Reicht's jetzt? Ich hoffe. We live yet. Thanks be manifold in spirit. Ich glaube, jetzt reicht's. Alter, fick dich! Ist doch echt ein Witz. Jetzt kann ich irgendwo Sprit besorgen. Ja, leer kann ich nicht, in leere kann ich schon mitnehmen. Also kann ich da hier nicht drauf? Gibt's ja jetzt wirklich keine Stimme. Das heißt, ich muss jetzt wirklich losfahren und irgendwo Sprit holen. Wow. Wow. Das ist tatsächlich so. Die wollen mir echt rollen. Was ist das da? Komm, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Kanister. Bestimmt. Naja, Leute. Ich zeige offscreen Sprit und im nächsten Part sehen wir dann, wie wir endlich dann mit dem Ballon unser Ding da spectate. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.